Hallo zusammen, der 16. Tag bei 30 Tage 30 Putts. Heute geht es um den Griff, und zwar um den Griffdruck. Macht euch eine Skala von 1 bis 10, wobei 10 ein sehr fester Griffdruck ist und 1 ein sehr leichter Griffdruck. Die ersten 10 Bälle, die wir spielen, nehmen wir den Griff richtig fest. Wir kommen nahezu 10, 8, 9, 10, irgendwo da nehmt ihr euren Griffdruck und spielt mit diesem festen Griffdruck eure Putts. Und ihr werdet überrascht sein, was man mit einem festen Griffdruck alles wahrnehmen kann. Man setzt deutlich mehr den Oberkörper ein, die Hände haben einen festen Griffdruck, die Arme haben Spannung und ich bewege deutlich einfacher den Oberkörper damit. Bei der zweiten Serie geht es nun darum, den Griffdruck sehr weich zu nehmen. Das heißt, auf unserer Skala von 1 bis 10 sind wir jetzt bei 1, 2 oder 3. Sehr weichen Griff und jetzt die Bewegung spielen. Man kann bei dieser Übung ganz toll wahrnehmen, wie sich der Oberkörper verhält bei starkem Griffdruck und bei weichem Griffdruck in der Bewegung. Und die dritte Serie spielen wir nun mit einem Griffdruck 4, 5 oder 6, irgendwo in der Mitte. Nehmt euren Griffdruck und spürt, wie sich das jetzt beim Schlag anfühlt. Und bei den letzten drei Bällen könnt ihr nochmal hingehen, den ersten Ball mit einem sehr festen Griffdruck spielen, den zweiten Ball mit einem ganz weichen Griffdruck spielen, und den dritten nochmal mit einem mittleren Griffdruck. Bei dieser Übung gelingt es euch ganz schnell herauszufinden, wie ihr euren Körper bei dem jeweiligen Griffdruck bewegen müsst, damit die Schlagfläche gerade bleibt oder der Schläger in einem sehr, sehr guten Rhythmus pendelt. Viel Spaß beim Üben und bis morgen!